Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Liria, ich grüße dich. Deine Frage ist, wie geht es finanziell weiter? Kannst du diese Reise machen? Sollst du lieber zu Hause bleiben? Und das klären wir bei diesem Legung. Ich kann diesmal die Karten nicht zeigen. Meine Kamera ist gerade im Reparatur und es kommt etwa in 2 Wochen wieder. Ich kann nur so bearbeiten momentan die Blitzberatungen, dass ich dieses Bild zeige und die Sprachnachricht dazu, bis meine Kamera wieder da ist. Du siehst eine Brücke in die Mitte. Das ist ein Weg. Das verbindet dich mit Finanzen. Dieses Bild zeigt, was kannst du verbessern? Hast du überhaupt einen Bezug zum Finanzen? Was kannst du tun? So liegt eigentlich die Lösung schon in Hand. Du siehst in diesem Bild 4 Kelchen. Die Kelchen symbolisieren zwar die Gefühle, aber unsere Gefühle haben einen Einfluss auf unsere finanziellen Situation. Wenn jemand zum Beispiel immer wieder sagt, ich bin es nicht wert, ich habe das gar nicht verdient, hat grundsätzlich immer weniger Geld. Stattdessen sollen wir sagen, ich bin es wert. Ich habe das verdient, ich habe das alles in Besitz. Welche Gefühle spielen noch eine Rolle? Verlustangst führt zum Verlust, auch Geldverlust. Schuldgefühl führt zum Schulden. Also immer auf die Gefühle achten, aber auch die Gedanken, dass wir positiv denken, angstfrei leben. Also hier ist wichtig, eine wichtige Botschaft bezüglich auf die Finanzen, auch auf deinen Gefühlen achten. Es sind 4 Kelchen, 4. Und die Zahl 4 bedeutet, das hat Hand und Fuß. Das hat eine Struktur, das ist Sicherheit und Stabilität. Aber wenn du das Bild betrachtest, es ist alles da. Es wurde sogar überreicht, dieser 4. Kelch. Und so wie dieser Mann sich dazu macht, schaut gar nicht an. Und das bedeutet, deine Aufmerksamkeit, dein Blick in anderen Richtung lenken. Nicht diese 3 stehenden Kelchen oder überhaupt nichts anschauen, sondern Auge zu machen, also komplett zu machen, so wie diese Haltung zeigt auch von diesem Mann, sondern diese einen Kelch, was ein Hand überreicht. Da sind die Chancen. Und wenn du das siehst, weil dein Blick änderst, dann ist das vollständig. Dann ist es vollständig. Und das erstens die Chancenmöglichkeiten erkennen. Woher kommt das Geld? Was kannst du finanziell verbessern? Und auf die Gefühle achten. Und das heißt, nicht die Mangel anschauen. Sonst lenkst du die Aufmerksamkeit und dann hast du noch mehr Geldverlust, sondern auf die Wohlstand achten, auf das Geldfluss achten und dann in Vertrauen bleiben, dann loslassen, geschehen lassen. Nicht nachbohren und fragen, ja, das verstehe ich, aber woher kommt das Geld?
Erstmal ist es gar nicht so wichtig. Das kann dir jemand schenken oder findest auf die Straße oder gewinnst im Lotto oder machst ein gutes Geschäft. Es sind viele Quellen, auch Geldquellen, woher das Geld kommen kann. Vorerst bei diesem Prozess loslassen ist es gar nicht so vordergründig. Auf der linken Seite des Bildes ist die Situation, wenn du zu Hause bleibst. Im rechten Seite ist die Situation, wenn du diese Reise machst. Ich starte mit dem linken Seite. Und das ist die Situation, wenn du vorstellst, dass du zu Hause bleibst. Was ist dann wichtig? Erkennen. Warum wäre das wichtig? Du kannst besser handeln. Schau mal das Bild oben. Eine Hand. Und diese Hand hat einen Stab. Und dieser Stab symbolisiert die Feuerelement. Und die Feuerelement bedeutet Begeisterung, Leidenschaft, Handlungen. Du bist handlungsfähig. Du kannst was tun. Du kannst etwas verbessern in deiner Situation. In die anderen Seite spiegelt etwas, in die rechten Seiten. Das wäre dann, wenn du diese Reise wahrnimmst. Du erkennst, ein junger Mann steht geschrieben, ein Narr mit dem Zahl 0 oben. Und diese Karte bedeutet, es ist alles ungewiss. Du kannst gewinnen, du kannst verlieren. Natürlich hast du das im Plan, die Zahl 0 bedeutet Pläne, aber noch keine Schritte. Das liegt in deinen Händen, ob du wirklich diesen Schritt wagst, aber diese Unsicherheit, was damit verbunden ist, du weißt nicht, was kommt bei dem nächsten Schritt. Bist du immer noch auf dem festen Boden? Oder stürzt nach unten, mal symbolisch gemeint. Es ist alles sehr ungewiss. Jetzt betrachten wir die unteren drei Karten erstmal in die linke Seite. Das heißt, was kommt auf dich zu, wenn du jetzt bleibst? Die erste Karte zeigt sich im Bild zwei Münzen. Und dieser junge Mann versucht damit jonglieren. Die Münzen symbolisieren die Finanzen. Du kannst ein bisschen jonglieren mit Geld und dann kannst du das im Gleichgewicht bleiben. Das heißt, du hast die Möglichkeiten, etwas verbessern in deiner finanziellen Situation. Auf die zweite Karte in die unteren Reihe siehst du einen König und dieser König hat einen Kelch in Hand. Und dieser Kelch symbolisiert die Wasserelement. Und dieser König herrscht über das Wasser. Und Wasser symbolisiert unsere Gefühle. Das heißt, du kommst zur Ruhe. Und auch zum Vertrauen. Und es gelingt dir, in diesem Vertrauen bleiben. Vertrauen an Fluss des Lebens oder Vertrauen an Geldfluss. Die dritte Karte zeigt das Welt. Du bist weltoffen und du bist auch unterwegs. Also du hast die Möglichkeiten, immer noch Reise zu machen in ein anderen Land oder in einem späteren Zeitpunkt. Jetzt betrachten wir die unteren drei Karten auf die rechte Seite. Was ist dann, wenn du diese Reise wahrnimmst? Die erste Karte rechts. Siehst du einen jungen Mann und dieser junge Mann hat einen goldenen Taler in der Hand und schaut das an. Und dieser goldene Taler symbolisiert die Finanzen, natürlich auch die Werte wie Selbstwertgefühl oder Wertschätzung, aber
Bei dir handelt es sich um die Frage Finanzen und Reise. Wenn du das Geld in Hand hast und kannst du diese Reise finanzieren, dann mach diese Schritte. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist ein gewisses Risiko dabei. Und dieses Risiko zeigt sich in die Karte an, in die Mitte, ein Herz, und dieses Herz tut weh. Das kann dazu führen, dass du Verlust machst. Dazu kommt auch deine Stimmung, deinen Gefühlen. Du hast gerade auch verletzten Gefühlen. Es geht dir nicht gut und auf dieser Reise geht dir auch nicht gut. Die dritte Karte zeigt sich die Schicksalsrad. Wenn du diese Reise wagst und sagst, ich traue das einfach mal zu, kann passieren, dass du schicksalhafte Begegnungen hast, schicksalhafte Ereignisse oder triffst schicksalhaften Entscheidungen. Das Schicksal spielt hier eine Rolle, aber dann musst du die absolute Vertrauen aufbringen, Vertrauen auf dein eigenes Schicksal, ohne Ängste, auch ohne Verlustangst, auch nicht mit verletzten Gefühlen, weil dann kann passieren, dass dieser Rad gar nicht bewegt, sondern hast du hier eine Art Bremse. Dieser Schicksalsrad ist gebremst, geht nichts voran. Also gehst du auf ein gewisses Risiko ein. Wenn ein gutes Gefühl hast und absolutes Vertrauen, dann dreht sich dieser Schicksalsrad mit Sicherheit auf deine Richtung. Liebe Liria, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn euch es gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.